Wer in deutschen Großstädten eine Wohnung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Die Mieten steigen rasant. Die Wohnung ist schön, aber natürlich der Preis ist schon ein bisschen viel. Die großen Städte ziehen immer mehr Menschen an. Diese Nachfrage lässt die Mieten steigen. Am schnellsten in Berlin. Vor allem geht die Angst vor Modernisierung um. Denn nach Renovierungen können die Mieten heftig in die Höhe schießen. Also, vertreiben lasse ich mich nicht. Und bei den Luxuswohnungen gibt es nach oben scheinbar keine Grenze mehr. Das ist schon großes Kino. Über den Dächern von Berlin. Mieter gegen Vermieter. Ein neuer, rauer Wind weht auf dem Wohnungsmarkt. Luxus rein, Mieter raus. Wenn Wohnen unbezahlbar wird. Jetzt in der ZDF-Reportage. Für Maria Hörndler hat das Familienfrühstück eine besondere Bedeutung. Zeit um. Sie hat sich gerade mit einem Pflegedienst selbstständig gemacht. Ihr spanischer Mann ist Koch und Musiker. Entscheidungen stehen an. Der Vermieter will das Haus und die Wohnung der Familie modernisieren. Die wollen unter anderem halt Balkone anbauen, allerdings an die Nordseite. Die möchten Fahrstühle anbauen und im allerersten Moment habe ich mich sogar gefreut. Und dann habe ich halt mal genauer hingeguckt und habe halt gesehen, dass es sehr, sehr teuer werden soll alles. Und außerdem wollen die komplette Wohnung umbauen. Hier ist die Küche, eigentlich groß genug. Die Küche soll ins Schlafzimmer. Das passt Maria Hörndler gar nicht. Überhaupt hält sie den Umbau für überflüssig. Die Gastherme wurde erst vor einem Jahr ausgetauscht. Die Fenster sind gut, das Bad ausreichend. Die Umbauten würden die Miete deutlich nach oben treiben. Ich glaube, das nennt sich Wohnwertverbesserungszuschlag. Das wären, glaube ich, 600 Euro im Monat mehr. Durch die Modernisierung spare man Heizkosten, argumentiert der Vermieter. Aber die Baumaßnahmen ermöglichen es eben auch, die Miete zu verdoppeln. Das Haus wäre für ein Jahr eine Baustelle. Maria Hörndler überlegt, ob sie das ihren Kindern zumuten kann. Modernisierung ist momentan die erfolgreichste Methode, um Mieter aus den begehrten innerstädtischen Wohnlagen zu verdrängen. Viele Mieter fliehen vor den Bauarbeiten. Die so frei werdenden Wohnungen werden verkauft oder teuer neu vermietet. Bei Neuverträgen kann der Vermieter verlangen, was der Markt hergibt. Und so lebt es sich in einem Haus, das gerade modernisiert wird. Wassereinbruch. Ben Krauser und seine Nachbarin leben bereits seit einem Jahr auf einer Baustelle. Das Wasser kommt wahrscheinlich vom Balkon, der angrenzt. Und da läuft's durch. Ja, muss ich sehen. Hab die Feuerwehr gerufen und die versuchen jetzt mal, hoffe ich, dass sie mir erstmal weiterhelfen, weil Wochenende. Wir haben es Freitag und jetzt soll es regnen. Weiter, gucken wir mal. Nicht wundern, hier läuft zwei Wehren komplett rein. Was haben Sie da denn? Wohnt da oben jemand? Drüber, die Wohnung ist leer. Wir vermuten, dass es vom Balkon, der da oben angrenzt, reinläuft. Wir müssen es sich mal anschauen. Es ist Winter. Das Haus im begehrten Berliner Viertel Prenzlauer Berg ist ausgekühlt. Die verbliebenen Mieter wie Ben Krauser und Nora Walter wollten während der Bauarbeiten nicht ausziehen. Sie fürchten, der Eigentümer plane, ihre kleinen Wohnungen zu wenigen großen zusammenzulegen und diese dann zu verkaufen. Einmal ausgezogen, fürchten sie, ihre Ansprüche zu verlieren. Also harren sie auf der Baustelle aus. Also der Bauschutt liegt ja offensichtlich auf dem Balkon und hat verhindert, dass das Wasser ablaufen lassen kann. Da können wir jetzt an der Stelle nichts machen. Und da können wir also hier auch keine Plan umlegen. Das Wasser wird von oben seinen Weg finden. Die Feuerwehr rät Ben Krauser, sich an den Eigentümer zu wenden. Was soll denn nun passieren? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt den Eigentümer versuchen zu erreichen und dann mal sehen, ob der Notdienst irgendwie organisiert, die Firma. Die Bauarbeiter haben sich ja nun, die sind schon weg. Ja, ich weiß es nicht. Er erreicht den Eigentümer. Der gibt ihm die Nummer vom Architekten, der die Nummer vom Bauleiter und am Montag werden Bauarbeiter den Abfluss freiräumen. Verstehen Sie, das läuft also jetzt es schon zerrt an den Nerven. Die Wohnung lässt sich kaum noch heizen. Wärmer als 10 Grad wird es nicht. Und nun auch noch das Wasser.
ist den ganzen Tag, die ganze Zeit unter Spannung. Was kommt als nächstes? Ja, mal sehen, was jetzt am Wochenende passiert. Das ist, ja, das kein Leben, so. Diese Unsicherheit macht einen schon ein bisschen krank. Am nächsten Tag. Der immer gleiche Blick auf Bauplan. Teile des Gebäudes standen lange leer. Hier muss einiges dringend gemacht werden, das weiß auch Ben Krauser. Aber viele Pläne des Vermieters hält er für überzogen. Ich bin gegen eine Luxussanierung. Dass Sachen eingebaut werden, die nicht notwendig sind. Dass hier 3 Fahrstühle eingebaut werden und so weiter. Die Grundrisse meiner Wohnung und anderer Wohnungen sollen so bleiben. Die Leute sollen hier weiter wohnen können. Berlin-Charlottenburg, Nähe Stuttgarter Platz. Nicht die schickste Gegend Berlins, aber auch hier steigen die Mieten. Die 83-jährige Ingeborg Malchow lebt allein hier. Der Dönerladen unten im Haus ist ihr zweites Zuhause. Guten Morgen. Guten Tag, Omaschen. Wo warst du gestern? Gestern war ich im Bett. Warum? Warst du krank? Ja. Bitte schön. Danke schön. Omaschen. Ich bin jeden Tag hier. Wenn ich nicht komme, dann kriege ich den nächsten Tag Ausschimpfe. Sie ist unsere Oma, sag ich mal so. Wenn sie 2 Tage nicht da ist, dann wissen wir schon. Dann ruft sie an oder wir fragen nach. Aber dritten Tag kommen sie auf jeden Fall wieder runter. Dann erzählt sie uns. Das Haus soll modernisiert werden. Dabei würde der Dönerladen verschwinden und die Miete der Rentnerin von 400 auf rund 700 Euro steigen. Umziehen will sie auf keinen Fall. Der Gedanke, Freundschaften und die gewohnte Umgebung zu verlieren, bedrückt sie. Ich bin ein bisschen traurig. Hier gibt es keine bösen Worte. Sehr schön hier. Das wird mir auch fehlen. Ich war ganz ehrlich. Was soll sie dann machen später? Wie soll sie umziehen? Wie soll sie das machen? Wie soll sie erstmal das kümmern in dem Alter? In den angesagten Quartieren der Großstädte findet ein schleichender Austausch der Bevölkerung statt. Wohlhabende kommen, Einkommensschwache gehen. Kai Horstmann vom Berliner Kurier fotografierte vor 1,5 Jahren eine Hausgemeinschaft im Prenzlauer Berg. Stückchen mal darüber, alle ein Stück rüber. Nun will er das Bild wiederholen, will sehen, wie viele von den Mietern, die er fotografierte, immer noch hier wohnen. Seit damals gab es Mietsteigerungen. Viele zogen weg. Inzwischen werden bis zu 13 Euro warm für den Quadratmeter verlangt. Das neue Bild ist überdeutlich. So sah es früher aus. Und so heute. Ja, wenn ich hier sehe, die Fotos, wie viele Kinder hier drauf waren, wie viele Menschen drauf waren. Wenn man das Bild jetzt vergleicht, das ist ja eigentlich ein totes Bild. Hm. Muss man einfach mal so sehen. Früher waren hier viele Leute mit vielen Kindern und viele Rentner. Und ja, jetzt ziehen die ersten Leute aus der italienischen Botschaft hier ein. Also da würde ich sagen, das ist schon eine Verdrängung. Tja. Die Wohnungsbauförderung für diese Sozialwohnungen ist ausgelaufen. Daher konnten drastische Mieterhöhungen durchgesetzt werden. Von seinen 1.000 Euro Rente zahlt Manfred Otto 750 Euro Miete. Es kann ja nicht sein, dass der Vermieter machen kann, was er will. Dann, wie sagt man da, Eigentum verpflichtet. Und die soziale Verantwortung, die schalten die vollkommen aus, die Vermieter. Die sehen nur zu, dass sie Geld darin schöpfen. Ganz oben, im Luxussegment, sieht alles ganz anders aus. Berlin-Mitte, Hausvogteiplatz. Hier entstehen Wohnungen für wirklich sehr gehobene Ansprüche. Bis auf das Penthouse sind alle verkauft. Mike-Uwe Hinkel verdrängt keine Mieter, er baut neu. Hier schauen wir direkt in die Westseite und auf den Hausvogteiplatz. Hier wird mehr oder weniger die gesamte Küche integriert in das gesamte Wohnkonzept. Mit versenkbarem Waschbecken. Das 300 Quadratmeter Apartment wurde von Spitzenarchitekten entworfen und dürfte das wohl teuerste in Berlin sein.
das kostet seinen Preis, ohne Frage. Und wir werden aber alles, was am Bau heute möglich ist, in diese Wohnung einbauen. Also Gaskamine, richtige, vollwertige Kaminanlagen, zwei Saunen, ein Poolbecken. Wir werden die Möbel herstellen und alle Details, die heute eigentlich im Web3-Zeitalter möglich sind, werden in dieser Wohnung dargestellt. Edlis hat halt seinen Preis. 25.000 Euro soll der Quadratmeter kosten, 7,5 Millionen die ganze Wohnung. Wirklich nichts für den Normalbürger, das weiß auch Mike-Uwe Hinkel. Auch ein Polizist hat ja Probleme, eine Wohnung zu mieten. Selbst die Prüfer meines Finanzamtes, die jede Woche bei mir auf der Matte stehen, die sagen, ja, wir kommen nicht mehr zurecht. Wenn ich das sehe, was Sie hier veranschlagen für Ihre Kunden, das würden wir uns im Leben nicht leisten können. Das ist schon, die Schere geht schon auseinander. Nur wir mit unseren 12 Wohnungen hier am Haus Totalplatz werden das Wohnungsproblem in Berlin nicht lösen können. Veronika Fischer. Hast du einen Freund und der ist dir ein schlechter Freund? Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Einen Monat später ist das Penthouse fertig. Wer hier einzieht, gehört zu einer sehr kleinen Gruppe Menschen, die bereits Wohnungen in London, St. Moritz und New York besitzen. Da gönnt man sich für die gelegentlichen Aufenthalte in Berlin noch eine schicke Residenz. Wenn ein Erwerber hier über 20.000 Euro auf den Quadratmeter ausgeben möchte, dann will er alles aus einer Hand komplett hingestellt bekommen. Sehr amerikanisch, muss man sich darauf dran gewöhnen als Berliner Marktteilnehmer, aber es wird immer mehr nachgefragt. Drei Räume auf 300 Quadratmetern Wohnfläche. Eine Luxusunterkunft für wirklich Reiche. Tja, das ist eine schon sehr, sehr imposante Terrasse, die keine Einsicht hat. Und man hat natürlich über die Dächer von Berlin dann den Blick zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, zum Auswärtigen Amt, zum Roten Rathaus. Und das ist schon großes Kino, was wir hier bieten können unseren Erwerbern. Wieder in Charlottenburg. Bei Maria Hörndler läuft ein völlig anderer Film. Am liebsten würde sie mit ihrer Familie in ihrer Wohnung bleiben. Die Mieterberatung sagt, sie könne es auf einen Prozess um die Modernisierung ankommen lassen. Doch sie ist unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf diesen ganzen Stress. Und auch wenn die jetzt nicht so damit durchkommen, wie die es halt gerne hätten, aber halt ein Jahr Bauarbeiten hier, das ist weder für die Kinder noch für uns schön. Andererseits, eine bezahlbare Wohnung für eine Familie zu finden, kein leichtes Unterfangen in Berlin. Guten Tag, mein Name ist Hörndler. Ich rufe an wegen der Wohnung in Schöneberg. Könnten wir uns die vielleicht mal ansehen, ob die noch frei ist? Alles klar. Danke. Und dann scheint es, wieder erwarten, doch zu klappen. Besichtigungstermin. Im 5-Minuten-Takt sind die Interessenten bestellt. 880 Euro kalt für eine 4-Zimmer-Wohnung, das ist außergewöhnlich günstig, trotz Erdgeschoss. Der Andrang ist groß. Es ist echt schwierig, zurzeit eine Wohnung zu finden. Das ist Wahnsinn. Also was wirklich zurzeit abgeht, ist katastrophal, meiner Meinung nach. Wir kommen aus Kreuzberg und dort ist es zumindest fast aussichtslos, noch was Bezahlbares zu finden. Um den Makler zu überzeugen, braucht man Glück und etwas Geschick. Sehr schön. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich hatte meine Bewerbungsunterlagen schon dabei. Also unsere. Ja, die Wohnung hat mir gefallen auch. Wie gesagt, das Internet ist ein bisschen größer gesehen, aber naja, es ist genug groß für uns. Es ist super. In 2 Wochen werden Sie Bescheid bekommen. Bei der Arbeit kann Ben Krauser der Sorge um seine Wohnung mit dem Wasserschaden entfliehen. Hier ist es warm und trocken, nicht wie auf seiner Baustelle daheim. Ben Krauser ist Intensivbetreuer bei einer Schwerstbehinderten. 24 Stunden dauert seine Schicht. Er macht die Arbeit gern. Die Bezahlung von 11 Euro die Stunde ist allerdings nicht üppig. Reich wird man dabei nicht. Es ist immer ein Kampf, da noch ein paar Cent mehr zu bekommen von Jahr zu Jahr. Aber von Jahr zu Jahr nicht, alle 5 Jahre. Alle 5 Jahre, ja. 5 Jahre ja. Sind für mich ein Jahr bei dir. Das Sozialamt legt die Sätze fest. Eine teure Miete kann er sich davon nicht leisten. Ben Krauser auf dem Nachhauseweg.
Seit gebaut wird, hat er Ärger. Der Bezirk schloss damals einen Vertrag mit dem Eigentümer. Der erhielt eine Baugenehmigung. Dafür sichert er den Mietern zu, dass sie nach der Sanierung zu einer akzeptablen Miete in ihre Wohnungen zurückkehren können. Uns teilt die Hausverwaltung mit, hier handle es sich keinesfalls um Luxussanierungen. Darüber hinaus suche sie gemeinsam mit dem Bezirksamt für alle eine einvernehmliche Lösung. Ben Krause allerdings liest in den Plänen des Hausbesitzers etwas anderes. Also das ist die jetzige Wohnung, so wie sie ist. Und nach neuem Plan wird die Wohnung hier geteilt, getrennt. Hier kommt die Trennwand und dann ist das eine große Wohnung und das eine große Wohnung. Aus drei mach zwei. Meine jetzige Wohnung existiert nach dem Plan dann nicht mehr. Das heißt, Sie hätten dann gar keine Wohnung zu? Nee, dann hätte ich keine Wohnung mehr. Ja. Er hat mir eine Einraumwohnung im Hinterhaus angeboten. Als Alternative. Aber das ist nun nicht ernst zu nehmen. Später präsentiert der Vermieter einen weiteren Vorschlag. Danach könne Ben Krauser in seiner Wohnung bleiben. Doch der Grundriss würde verändert. Der Mieter ist verwirrt. Was soll er von den Vorschlägen halten? In den beliebten Szenevierteln der Großstädte ist der Verdrängungsdruck am stärksten. Das gilt für Hamburg wie für Frankfurt, für München wie für Köln. Besonders aber gilt es für die Hauptstadt. Am Prenzlauer Berg in Berlin ist der Verdrängungsprozess schon fast abgeschlossen. Nur noch gut 10% der Menschen, die hier leben, haben auch schon vor 20 Jahren hier gewohnt. Die Geschäfte stellen sich auf die neuen Kunden ein. Alles bewegt sich im oberen Preissegment. Kein Witz, das Yuppie-Menü auf dem Wochenmarkt, eine Currywurst mit Blattgold, Trüffelpommes und Champagner, für schlappe 15 Euro. Zurück bei der Rentnerin in Charlottenburg. Die Sanierung des Hauses hat noch nicht begonnen, die Ankündigung aber lastet schwer auf ihr. Einfach klein beigeben will sie jedoch nicht. In ihrem Haus ist heute mächtig was los. 2-1, die zweite. Und bitte. Junge Leute drehen einen Film gegen Verdrängung. Und Rentnerin Ingeborg Malchow ist mit dabei. Ich bin Frau Rafske, Ihre neue Hausverwalterin. Ich erinnere mich. Ich hatte ja schon bei der Wohnungsbegehung erwähnt, dass das Haus demnächst saniert werden soll. Ich wollte hier sind die Sanierungs- und den Staatssitzungspapiere. Sie brauchen nur noch den Die Rentnerin möchte nicht wegziehen. Nur darum spielt sie mit, aus Protest. Der Film, der ins Internet gestellt werden soll, ist eine Persiflage auf Hausverwaltungen. Ja, super, super. Du wimmelst sie eiskalt ab. Auch wenn, die Beats nicht ganz stimmen. Der Wirbel mit den jungen Leuten tut Ingeborg Malchow gut. Immer noch ringt sie mit sich. Bleiben oder gehen? Nein, ich gehe raus. Ich kann die Miete nicht bezahlen. Das ist mir zu viel. Jetzt zahle ich 400 und so muss ich 700 bezahlen. Das ist nicht gerecht. Nee. Verfluchtes Pack! Ich werde euch zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Das ging ja alles zu schnell, ja. Naja, aber ich werde es schaffen. Mit 83 Jahren wird sich die Rentnerin auf die Suche nach einer neuen Wohnung machen. Die Wohnungsnot in den Städten steigt. Es wird gebaut, aber zu wenig und nur selten Mietwohnungen. Meist entstehen Eigentumswohnungen. In Zeiten der Eurokrise hat das sogenannte Betongold Konjunktur. Und Deutschland gilt bei kapitalkräftigen Krisenflüchtlingen aus den verschuldeten Ländern Südeuropas als sicherer Hafen für ihr Geld. Das spanische Paar Pepe und Ángeles Alcántara reiste aus Andalusien an. Sie suchen nach geeigneten Anlageobjekten in Berlin. Makler Marcel Waldmann von Living Bauhaus zeigt das Objekt. 2.300 Euro kostet der Quadratmeter. Neubau, Eichenparkett, Schallschutzfenster. Ausstattung und Verarbeitung sind gut. Pepe Moreno ist Architekt. Von der Wohnung und dem Preis ist er angetan. Für die Lage hier verglichen mit einer Wohnung in Madrid ist der Preis hier sehr gut. Der Quadratmeter im Zentrum von Madrid liegt bei 4.000 Euro. Der Preis ist schon gefallen, er lag bei 6.000. Aber er liegt noch bei 4.000 Euro. Das ist das Doppelte des Berliner Preises.
Lange zögern darf man nicht. Das Haus wird im Handumdrehen verkauft sein. Wir haben viele Spanier, Italiener, Russen natürlich, die herkommen, aber die wollen natürlich alle ihr Geld investieren. Das sind bestimmt 70%, die wir hier haben, an Ausländern. Und sonst halt natürlich aus den reichen deutschen Städten, München, Hamburg, da kommen die meisten dann so her. Für seine Kunden erledigt Marcel Waldmann auch gleich noch die Vermietung. Für diese Wohnung in zentraler Lage kann man 15 Euro warm verlangen. Wenn ich hier vermiete, ist die Miete sicher. In Spanien kann man solche Mieten wegen der Wirtschaftskrise nicht erzielen. Große Probleme mit ihrem Vermieter hat Familie Gülbol in Kreuzberg. Es ist bedrückend für die Eheleute, ihre Wohnung so zu sehen. Denn schon bald sollen sie ihr Zuhause verlieren. Alle Möbel, alle Sachen sind schon ausgeräumt. Die Wohnung ist jetzt leer, weil wir auf die Zwangsräumung vorbereitet sind, falls wir doch geräumt werden sollten, dass uns keine Kosten entstehen. Wir bezahlen immer noch. Wir verstehen nicht, warum es so. Ja, wir sind einfach ratlos. Der Malermeister Ali Gülbol und seine Frau steckten viel Geld in die Renovierung der damals maroden Vier-Zimmer-Wohnung. Dafür sagte ihnen der Eigentümer zu, die Miete nicht zu erhöhen. Doch dann wurde das ganze Haus verkauft. Der neue Besitzer erhöhte die Miete. Gülbols wollten nicht zahlen. Sie verwiesen auf die alte Vereinbarung. 3 Jahre dauerte der Rechtsstreit. Und das Gericht hat dann trotzdem gegen uns entschieden und hat der Mieterhöhung stattgegeben. Worauf dann diese angeblichen Mietschulden entstanden sind. Nach 3 Jahren Mieterhöhung 100 Euro sind es ca. 3.500 Euro. Aufgrund eines Trauerfalls in der Familie, sagen die Gülbols, hätten sie die vom Gericht festgelegte Nachzahlung versäumt. Sie hätten aber binnen 2 Monaten zahlen müssen. Ich habe eine Frist versäumt, von der ich nichts wusste. Dann kann man ohne eine Mahnung dann gekündigt werden. Das wussten wir nicht. Der Vermieter kündigte. Hart, aber juristisch korrekt. Dann erwirkte er die Zwangsräumung. Seine Hausverwaltung möchte sich auf Nachfrage zu dem Fall nicht äußern. Kommt es nach der Räumung zu einer Neuvermietung, dann dürfte der Hausbesitzer eine deutlich höhere Miete erzielen. Vorübergehend wohnt die Familie bei den Eltern von Ali Gülbol. Es ist beengt. Für die 3 Kinder ist die drohende Zwangsräumung besonders belastend. Wie geht's denn Ihren Kindern dabei? Schlecht. Wenn sie wissen, jemand zu uns kommt, dann sie sind schnell abgehauen. Ja, das ist eine sehr starke Belastung. Wir sind wie Gejagte. Ich habe eine Weile eine andere Wohnung gesucht, aber dann habe ich gedacht, ich bin hier zu Hause. Das ist meine Heimat, mein Ruhepunkt. Das ist hier bin ich zu Hause. Der kann mich hier nicht verdrängen, der kann mich hier nicht einfach rausschmeißen. Doch er wird wohl seine Heimat verlieren. Schon in einer Woche will die Gerichtsvollzieherin räumen. Zurück im Prenzlauer Berg. Immer noch verhandeln Mieter und Vermieter über den Zuschnitt der Wohnungen. Immer noch ist vieles unklar. Seit dem Wasserschaden ist Ben Krauser aufgeregt und wütend. Genau einen Monat her und es ist nichts passiert. Es waren verschiedenste Leute waren hier. Von Herrn Kirchner, dem Baustadtrat und der Architekt. Und ja, haben sich das alles angeschaut und haben versprochen, dass das sofort trockengelegt wird und so weiter. Da ist nichts passiert, bis heute nicht. Gar nichts. Absolut verändert. Ich kann hier auch in den Raum gar nicht mehr rein. Da haben wir Minusgrade. Und es schimmelt natürlich dann nur noch nach. Ben Krauser und seine Nachbarn sind mit dem angesprochenen Baustadtrat Kirchner im Innenhof des Hauses verabredet. Der Baustadtrat hatte seinerzeit mit dem Hausbesitzer in einem Vertrag vereinbart, dass die Mieter nach der Sanierung in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Die Mieter haben Zweifel. Wenn jetzt die Mieter nicht zurückkehren, was heißt das dann für den Vertrag? Dann ist der Vertrag nicht eingehalten. Und dann müssen wir tatsächlich zusehen, wie wir da rauskommen aus der Nummer. Das heißt, wir müssen mit dem Vermieter entsprechende Instrumente zeigen, dass das so nicht geht. Also da bin ich jetzt fast leidenschaftlich und sage, so geht das nicht. Stadtrat Kirchner sagt den Mietern, er werde gegebenenfalls handeln. Der Hausbesitzer versichert uns, er suche eine einvernehmliche Lösung.
Die Mieter bleiben skeptisch. Ja, ich bin ja fasziniert, dass er jetzt erkannt hat, dass Handlungsbedarf ist. Sehr spät. Aber wie er so schön sagte, er hat noch Hoffnung. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es, naja, schneller geht. Und er uns jetzt nicht wieder auf den nächsten Termin vertröstet, wo wir uns dann treffen, um mal darüber zu reden. Weil das haben wir in den letzten Monaten häufig genug getan. Die Mieter brauchen eine Lösung. Der Winter setzt ihnen zu. Großeinsatz der Polizei. Ali Gülbolds Wohnung soll zwangsgeräumt werden. 800 Beamte sind im Einsatz für die Räumung einer Wohnung. Sind das die Vorboten eines neuen Häuserkampfes? Viele Anwohner sind gekommen, um der türkischen Familie beizustehen. Mieten werden hier immer teurer, die kann man, können wir fast nicht mehr bezahlen. Und jetzt ist die Räumung hier ein Exemplar dafür, dass Leute, die hier seit 30 Jahren wohnen, eine türkische Familie, dass die einfach so auf die Straße gesetzt wird. Und das ist ein Unding. Ich bin hier, weil mir das im Prinzip oder unserer Familie genauso geht. Wir wohnen in Neukölln und haben einen Räumungsbescheid bekommen unter dubiosen Umständen. Und ich möchte einfach zeigen, was hier in der Stadt passiert und dass es nicht okay ist, dass Familien einfach vor die Türe gesetzt werden. Bereits einmal konnten die Demonstranten die Zwangsräumung verhindern. Das sollte nicht noch einmal passieren. Schon in der Nacht besetzten Polizisten den Hausflur und eskortierten um 9 Uhr die Gerichtsvollzieherin zur Wohnung. Der Malermeister Ali Gülbol übergab die Schlüssel zu seiner Wohnung, für die er, wie er betont, immer Miete gezahlt hatte. Nur die gerichtlich festgesetzte Nachzahlung hatte er zu spät gezahlt. Vergeblich hatte Ali Gülbol versucht, den Vermieter umzustimmen. Ich habe keine Schulden, ich habe alles bezahlt und trotzdem werde ich auf die Straße geschmissen und ja, abgeschoben in die Obdachlosigkeit. Die Wohnungssituation in den großen Städten spitzt sich zu. Wie schwierig es ist, eine neue Wohnung zu finden, musste Familie Hörndler aus Charlottenburg erfahren. Das ist ganz, ganz schwer, eine Wohnung zu bekommen, also selbst die teuren. Also wir haben keine bekommen und jetzt haben wir halt gedacht, wir bleiben jetzt drin und warten, was passiert. Wenige Zeit später hatten sie doch Glück. Sie fanden eine neue Wohnung, allerdings direkt an einer 10-spurigen Straße, zu einer deutlich höheren Miete. Auch Rentnerin Ingeborg Malchow hat eine neue Wohnung gefunden, allerdings zu weit weg, um weiterhin zu ihrem geliebten Imbiss gehen zu können. Auch Ben Krauser und Nora Walter ziehen aus. Sie haben sich mit dem Eigentümer auf eine Abfindung verständigt. Die lange Auseinandersetzung hat sie zermürbt. Man steht morgens auf und hat das Thema Miete im Kopf und wie es weitergeht. Und es begleitet einen den ganzen Tag. Man kann sich kaum auf Sachen konzentrieren. Und das muss irgendwie ein Ende haben, weil, wie gesagt, also Leben kann nicht nur aus Mietenkampf bestehen. Geht es rein nach den Gesetzen des Marktes, dann werden in den gewachsenen Quartieren der Innenstädte bald nur noch Wohlhabende leben. Die übrigen werden an den Stadtrand gedrängt. Wir müssen uns entscheiden, ob wir wirklich in solchen Städten leben wollen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de. Warum warst du krank? Ja. Bitte schön. Danke. Oma schön. Ich bin jeden Tag hier. Wenn ich nicht komme, dann kriege ich nächsten Tag Ausschimpfung. Sie ist unsere Oma, sag ich mal so. Wenn sie 2 Tage nicht da ist, dann wissen wir schon. Dann ruft sie an oder wir fragen nach. Aber dritten Tag kommen sie auf jeden Fall wieder runter. Dann erzählt sie uns. Das Haus soll modernisiert werden. Dabei würde der Dönerladen verschwinden und die Miete der Rentnerin von 400 auf rund 700 Euro steigen. Umziehen will sie auf keinen Fall. Der Gedanke, Freundschaften und die gewohnte Umgebung zu verlieren, bedrückt sie. Ich bin ein bisschen traurig. Hier gibt es keine bösen Worte. Das ist sehr schön hier. Das wird mir auch fehlen. Sei ganz ehrlich.
Was soll sie dann machen später? Wie soll sie umziehen? Wie soll sie das machen? Wie soll sie erstmal das kümmern in dem Alter? In den angesagten Quartieren der Großstädte findet ein schleichender Austausch der Bevölkerung statt. Wohlhabende kommen, Einkommensschwache gehen. Kai Horstmann vom Berliner Kurier fotografierte vor 1,5 Jahren eine Hausgemeinschaft im Prenzlauer Berg. Stück immer darüber, alle ein Stück drüber. Nun will er das Bild wiederholen, will sehen, wie viele von den Mietern, die er fotografierte, immer noch hier wohnen. Seit damals gab es Mietsteigerungen, viele zogen weg. Inzwischen werden bis zu 13 Euro warm für den Quadratmeter verlangt. Das neue Bild ist überdeutlich. So sah es früher aus. Und so heute. Ja, wenn ich hier sehe, die Fotos, wie viele Kinder hier drauf waren, wie viele Menschen drauf waren. Wenn man das Bild jetzt vergleicht, das ist ja eigentlich ein totes Bild. Hm. Muss man einfach mal so sehen. Früher waren hier viele Leute mit vielen Kindern und viele Rentner. Und ja, jetzt ziehen die ersten Leute aus der italienischen Botschaft hier ein. Also dann würde ich sagen, das ist schon eine Verdrängung. Tja. Die Wohnungsbauförderung für diese Sozialwohnungen ist ausgelaufen. Daher konnten drastische Mieterhöhungen durchgesetzt werden. Von seinen 1.000 Euro Rente zahlt Manfred Otto 750 Euro Miete. Es kann ja nicht sein, dass der Vermieter machen kann, was er will. Dann, wie sagt man da, Eigentum verpflichtet. Und die soziale Verantwortung, die schalten die vollkommen aus, die Vermieter. Die sehen nur zu, dass sie Geld darin schöpfen. Ganz oben, im Luxussegment, sieht alles ganz anders aus. Berlin-Mitte, Hausquadratmetern Wohnfläche. Eine Luxusunterkunft für wirklich Reiche. Tja, das ist eine schon sehr, sehr imposante Terrasse, die keine Ansicht hat. Und man hat natürlich über die Dächer von Berlin dann den Blick zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, zum Auswärtigen Amt, zum Roten Rathaus. Und das ist schon großes Kino, was wir hier bieten können unseren Erwerbern. Wieder in Charlottenburg. Bei Maria Hörndler läuft ein völlig anderer Film. Am liebsten würde sie mit ihrer Familie in ihrer Wohnung bleiben. Die Mieterberatung sagt, sie könne es auf einen Prozess um die Modernisierung ankommen lassen. Doch sie ist unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf diesen ganzen Stress. Und auch wenn die jetzt nicht so damit durchkommen, wie die es halt gerne hätten, aber halt ein Jahr Bauarbeiten hier, das ist weder für die Kinder noch für uns schön. Andererseits, eine bezahlbare Wohnung für eine Familie zu finden, kein leichtes Unterfangen in Berlin. Guten Tag, mein Name ist Hörndler. Ich rufe an wegen der Wohnung in Schöneberg. Könnten wir uns die vielleicht mal anfragen, ob die noch frei ist? Alles klar. Danke. Und dann scheint es, wieder erwarten, doch zu klappen. Besichtigungstermin. Im 5-Minuten-Takt sind die Interessenten bestellt. 880 Euro kalt für eine 4-Zimmer-Wohnung, das ist außergewöhnlich günstig, trotz Erdgeschoss. Der Andrang ist groß. Es ist echt schwierig, zurzeit eine Wohnung zu finden. Das ist Wahnsinn. Also was wirklich zurzeit abgeht, ist katastrophal, meiner Meinung nach. Wir kommen aus Kreuzberg und dort ist es zumindest fast aussichtslos, noch was Bezahlbares zu finden. Um den Makler zu überzeugen, braucht man Glück und etwas Geschick. Sehr schön. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich hatte meine Bewerbungsunterlagen schon dabei, also unsere. Ja. Die Wohnung hat mir gefallen auch. Wie gesagt, das Internet ist ein bisschen größer gesehen, aber naja, es ist genug groß für uns. Es ist super. In 2 Wochen werden Sie Bescheid bekommen. Bei der Arbeit kann Ben Krauser der Sorge um seine Wohnung mit dem Wasserschaden entfliehen. Hier ist es warm und trocken, nicht wie auf seiner Baustelle daheim. Ben Krauser ist Intensivbetreuer bei einer Schwerstbehinderten. 24 Stunden dauert seine Schicht. Er macht die Arbeit gern. Die Bezahlung von 11 Euro die Stunde ist allerdings nicht üppig. Reich wird man dabei nicht. Es ist immer ein Kampf, da noch ein paar Cent mehr zu bekommen von Jahr zu Jahr. Aber von Jahr zu Jahr nicht, alle 5 Jahre. Alle 5 Jahre, ja. 5 Jahre, ja. Sind für mich ein Jahr bei dir. Das Sozialamt legt die Sätze fest. Eine teure Miete kann er sich davon nicht leisten. Ben Krauser auf dem Nachhauseweg. Seit gebaut wird, hat er Hier
über 20.000 Euro auf den Quadratmeter ausgeben möchte, dann will er alles aus einer Hand komplett hingestellt bekommen. Sehr amerikanisch, muss man sich darauf dran gewöhnen als Berliner Marktteilnehmer, aber es wird immer mehr nachgefragt. Drei Räume auf 300 Quadratmetern Wohnfläche. Eine Luxusunterkunft für wirklich Reiche. Tja, das ist eine schon sehr, sehr imposante Terrasse, die keine Einsicht hat. Und man hat natürlich über die Dächer von Berlin dann den Blick zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, zum Auswärtigen Amt, zum Roten Rathaus. Und das ist schon großes Kino, was wir hier bieten können unseren Erwerbern. Wieder in Charlottenburg. Bei Maria Hörndler läuft ein völlig anderer Film. Am liebsten würde sie mit ihrer Familie in ihrer Wohnung bleiben. Die Mieterberatung sagt, sie könne es auf einen Prozess um die Modernisierung ankommen lassen. Doch sie ist unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf diesen ganzen Stress. Und auch wenn die jetzt nicht so damit durchkommen, wie die es halt gerne hätten, aber halt ein Jahr Bauarbeiten hier, das ist weder für die Kinder noch für uns schön. Andererseits, eine bezahlbare Wohnung für eine Familie zu finden, kein leichtes Unterfangen in Berlin. Guten Tag, mein Name ist Hörndler. Ich rufe an wegen der Wohnung in Schöneberg. Könnten wir uns die vielleicht mal ansehen, ob die noch frei ist? Alles klar. Danke. Und dann scheint es, wieder erwarten, doch zu klappen. Besichtigungstermin. Im 5-Minuten-Takt sind die Interessenten bestellt. 880 Euro kalt für eine 4-Zimmer-Wohnung, das ist außergewöhnlich günstig, trotz Erdgeschoss. Der Andrang ist groß. Es ist echt schwierig, zurzeit eine Wohnung zu finden. Das ist Wahnsinn. Also was wirklich zurzeit abgeht, ist katastrophal, meiner Meinung nach. Wir kommen aus Kreuzberg und dort ist es zumindest fast aussichtslos, noch was Bezahlbares zu finden. Um den Makler zu überzeugen, braucht man Glück und etwas Geschick. Sehr schön. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich hatte meine Bewerbungsunterlagen schon dabei. Also unsere. Ja. Die Wohnung hat mir gefallen auch. Wie gesagt, das Internet ist ein bisschen größer gesehen, aber naja, es ist genug groß für uns. Es ist super. In 2 Wochen werden Sie Bescheid bekommen. Bei der Arbeit kann Ben Krauser der Sorge um seine Wohnung mit dem Wasserschaden entfliehen. Hier ist es warm und trocken, nicht wie auf seiner Baustelle daheim. Ben Krauser ist Intensivbetreuer bei einer Schwerstbehinderten. 24 Stunden dauert seine Schicht. Er macht die Arbeit gern. Die Bezahlung von 11 Euro die Stunde ist allerdings nicht üppig. Reich wird man dabei nicht. Es ist immer ein Kampf, da noch ein paar Cent mehr zu bekommen von Jahr zu Jahr. Aber von Jahr zu Jahr nicht. Und auf den Hausvogteiplatz. Hier wird mehr oder weniger die gesamte Küche integriert in das gesamte Wohnkonzept mit versenkbarem Waschbecken. Das 300 Quadratmeter Apartment wurde von Spitzenarchitekten entworfen und dürfte das wohl teuerste in Berlin sein. Das kostet seinen Preis, ohne Frage. Und wir werden aber alles, was am Bau heute möglich ist, in diese Wohnung einbauen. Also Gaskamine, richtige vollwertige Kaminanlagen, 2 Saunen, ein Poolbecken. Wir werden die Möbel herstellen und alle Details, die heute eigentlich im Web-3-Zeitalter möglich sind, werden in dieser Wohnung dargestellt. Edlis hat halt seinen Preis. 25.000 Euro soll der Quadratmeter kosten, 7,5 Millionen die ganze Wohnung. Wirklich nichts für den Normalbürger, das weiß auch Mike-Uwe Hinkel. Auch ein Polizist hat ja Probleme, eine Wohnung zu mieten. Selbst die Prüfer meines Finanzamtes, die jede Woche bei mir auf der Matte stehen, die sagen, ja, wir kommen nicht mehr zurecht. Wenn ich das sehe, was Sie hier veranschlagen für Ihre Kunden, das würden wir uns im Leben nicht leisten können. Das ist schon, die Schere geht schon auseinander. Nur wir mit unseren 12 Wohnungen hier am Haus Totalplatz werden das Wohnungsproblem in Berlin nicht lösen können. Veronika Fischer. Hast du einen Freund und der ist dir ein schlechter Freund? Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Einen Monat später ist das Penthouse fertig. Wer hier einzieht, gehört zu einer sehr kleinen Gruppe Menschen, die bereits Wohnungen in London, St. Moritz und New York besitzen.
Da gönnt man sich für die gelegentlichen Aufenthalte in Berlin noch eine schicke Residenz. Wenn ein Erwerber hier über 20.000 Euro auf den Quadratmeter ausgeben möchte, dann will er alles aus einer Hand komplett hingestellt bekommen. Sehr amerikanisch, muss man sich darauf dran gewöhnen als Berliner Marktteilnehmer, aber es wird immer mehr nachgefragt. Drei Räume auf 300 Quadratmetern Wohnfläche. Eine Luxusunterkunft für wirklich Reiche. Tja, das ist eine schon sehr, sehr imposante Terrasse, die keine Einsicht hat. Und man hat natürlich über die Dächer von Berlin dann den Blick zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, zum Auswärtigen Amt, zum Roten Rathaus. Und das ist schon großes Kino, was wir hier bieten können unseren Erwerbern. Wieder in Charlottenburg. Bei Maria Hörndler läuft ein völlig anderer Film. Am liebsten würde sie mit ihrer Familie in ihrer Wohnung bleiben. Die Mieterberatung sagt, sie könne es auf einen Prozess um die Modernisierung ankommen lassen. Doch sie ist stärksten. Das gilt für Hamburg wie für Frankfurt, für München wie für Köln. Besonders aber gilt es für die Hauptstadt. Am Prenzlauer Berg in Berlin ist der Verdrängungsprozess schon fast abgeschlossen. Nur noch gut 10% der Menschen, die hier leben, haben auch schon vor 20 Jahren hier gewohnt. Die Geschäfte stellen sich auf die neuen Kunden ein. Alles bewegt sich im oberen Preissegment. Kein Witz, das Yuppie-Menü auf dem Wochenmarkt, eine Currywurst mit Blattgold, Trüffelpommes und Champagner, für schlappe 15 Euro. Zurück bei der Rentnerin in Charlottenburg. Die Sanierung des Hauses hat noch nicht begonnen, die Ankündigung aber lastet schwer auf ihr. Einfach klein beigeben will sie jedoch nicht. In ihrem Haus ist heute mächtig was los. 2-1, die zweite. Und bitte. Junge Leute drehen einen Film gegen Verdrängung. Und Rentnerin Ingeborg Malchow ist mit dabei. Ich bin Frau Raske, Ihre neue Hausverwalterin. Ich erinnere mich. Ich hatte ja schon bei der Wohnungsbegehung erwähnt, dass das Haus demnächst saniert werden soll. Ich wollte hier sind die Sanierungs- und den Stadtsetzungspapiere. Sie brauchen nur noch den. Die Rentnerin möchte nicht wegziehen. Nur darum spielt sie mit, aus Protest. Der Film, der ins Internet gestellt werden soll, ist eine Persiflage auf Hausverwaltungen. Super. Du wimmelst sie eiskalt ab. Auch wenn die Beats nicht ganz stimmen. Der Wirbel mit den jungen Leuten tut Ingeborg Malchow gut. Immer noch ringt sie mit sich. Bleiben oder gehen? Nein, ich gehe raus. Ich kann die Miete nicht bezahlen. Das ist mir zu viel. Jetzt zahle ich 400 und so muss ich 700 bezahlen. Das ist nicht schlecht. Nee. Verfluchtes Pack! Ich werde euch zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Das ging ja alles zu schnell, ja. Naja, aber ich werde es schaffen. Mit 83 Jahren wird sich die Rentnerin auf die Suche nach einer neuen Wohnung machen. Die Wohnungsnot in den Städten steigt. Es wird gebaut, aber zu wenig und nur selten Mietwohnungen. Meist entstehen Eigentumswohnungen. In Zeiten der Euro-Krise hat das sogenannte Betongold Konjunktur. Und Deutschland gilt bei kapitalkräftigen Krisenflüchtlingen aus den verschuldeten Ländern Südeuropas als sicherer Hafen für ihr Geld. Das spanische Paar Pepe und Ángeles Alcántara reiste aus Andalusien an. Sie suchen nach geeigneten Anlageobjekten in Berlin. We go straight to the living room. Makler Marcel Waldmann von Living Bauhaus zeigt das Objekt. 2.300 Euro kostet der Quadratmeter. Neubau, Eichenparkett, Schallschutzfenster. Ausstattung und Verarbeitung sind gut. Pepe Morevo Hinkel. Auch ein Polizist hat ja Probleme, eine Wohnung zu mieten. Selbst die Prüfer meines Finanzamtes, die jede Woche bei mir auf der Matte stehen, die sagen, ja, wir kommen nicht mehr zurecht. Wenn ich das sehe, was Sie hier veranschlagen für Ihre Kunden, das würden wir uns im Leben nicht leisten können. Das ist schon, die Schere geht schon auseinander. Nur wir mit unseren 12 Wohnungen hier am Haus Totalplatz werden das Wohnungsproblem in Berlin nicht lösen können. Veronika Fischer. Hast du einen Freund und der ist dir ein schlechter Freund? Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Halt zurück die Seele, ob sie lächelt, ob sie weint. Einen Monat später ist das Penthouse fertig.
Wer hier einzieht, gehört zu einer sehr kleinen Gruppe Menschen, die bereits Wohnungen in London, St. Moritz und New York besitzen. Da gönnt man sich für die gelegentlichen Aufenthalte in Berlin noch eine schicke Residenz. Wenn ein Erwerber hier über 20.000 Euro auf den Quadratmeter ausgeben möchte, dann will er alles aus einer Hand komplett hingestellt bekommen. Sehr amerikanisch, muss man sich auch daran gewöhnen als Berliner Marktteilnehmer, aber es wird immer mehr nachgefragt. Drei Räume auf 300 Quadratmetern Wohnfläche. Eine Luxusunterkunft für wirklich Reiche. Tja, das ist eine schon sehr, sehr imposante Terrasse, die keine Einsicht hat. Und man hat natürlich über die Dächer von Berlin dann den Blick zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, zum Auswärtigen Amt, zum Roten Rathaus. Und das ist schon großes Kino, was wir hier bieten können unseren Erwerbern. Wieder in Charlottenburg. Bei Maria Hörndler läuft ein völlig anderer Film. Am liebsten würde sie mit ihrer Familie in ihrer Wohnung bleiben. Die Mieterberatung sagt, sie könne es auf einen Prozess um die Modernisierung ankommen lassen. Doch sie ist unschlüssig. Ich habe irgendwie keine Lust auf diesen ganzen Stress. Und auch wenn die jetzt nicht so damit durchkommen, wie die es halt gerne hätten, aber halt ein Jahr Bauarbeiten hier, das ist weder für die Kinder noch für uns schön. Andererseits, eine bezahlbare Wohnung für eine Familie zu finden, kein leichtes Unterfangen in Berlin. Guten Tag, mein Name ist Hörndler. Ich rufe an wegen der Wohnung in Schöneberg. Könnten wir uns die vielleicht mal ansehen, ob die noch frei ist? Alles klar. Danke. Und dann scheint es, wieder erwarten, doch zu klappen. Besichtigungstermin. Im 5-Minuten-Takt sind die Interessenten bestellt. 880 Euro kalt für eine 4-Zimmer-Wohnung, das ist außergewöhnlich günstig, trotz Erdgeschoss. Der Andrang ist groß. Es ist echt schwierig, zurzeit eine Wohnung zu finden. Das ist Wahnsinn. Also was wirklich zurzeit abgeht, ist katastrophal, meiner Meinung nach. Wir kommen aus die Sachen, dass Sachen eingebaut werden, die nicht notwendig sind. Dass hier 3 Fahrstühle eingebaut werden und so weiter. Die Grundrisse meiner Wohnung und anderer Wohnungen sollen so bleiben. Die Leute sollen hier weiter wohnen können. Berlin-Charlottenburg, Nähe Stuttgarter Platz. Nicht die schickste Gegend Berlins, aber auch hier steigen die Mieten. Die 83-jährige Ingeborg Malchow lebt allein hier. Der Dönerladen unten im Haus ist ihr zweites Zuhause. Guten Morgen. Guten Tag, Omachen. Wo warst du gestern? Gestern war ich im Bett. Warum? Warst du krank? Ja. Bitte schön. Danke schön. Omachen. Ich bin jeden Tag hier. Wenn ich nicht komme, dann kriege ich den nächsten Tag Ausschimpfe. Sie ist unsere Oma, sag ich mal so. Wenn sie 2 Tage nicht da ist, dann wissen wir schon. Dann ruft sie an oder wir fragen nach. Aber dritten Tag kommen sie auf jeden Fall wieder runter. Dann erzählt sie uns. Das Haus soll modernisiert werden. Dabei würde der Dönerladen verschwinden und die Miete der Rentnerin von 400 auf rund 700 Euro steigen. Umziehen will sie auf keinen Fall. Der Gedanke, Freundschaften und die gewohnte Umgebung zu verlieren, bedrückt sie. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Hier gibt es keine bösen Worte. Das ist sehr schön hier. Das wird mir auch fehlen. Ich war ganz ehrlich. Was soll sie dann machen später? Wie soll sie umziehen? Wie soll sie das machen? Wie soll sie erstmal das kümmern in dem Alter? In den angesagten Quartieren der Großstädte findet ein schleichender Austausch der Bevölkerung statt. Wohlhabende kommen, Einkommensschwache gehen. Kai Horstmann vom Berliner Kurier fotografierte vor 1,5 Jahren eine Hausgemeinschaft im Prenzlauer Berg. Nun will er das Bild wiederholen, will sehen, wie viele von den Mietern, die er fotografierte, immer noch hier wohnen. Seit damals gab es Mietsteigerungen, viele zogen weg. Inzwischen werden bis zu 13 Euro warm für den Quadratmeter verlangt. Das neue Bild ist überdeutlich. So sah es früher aus. Und so heute. Ja, wenn ich hier sehe, die Fotos, wie viele Kinder hier drauf waren, wie viele Menschen drauf waren. Wenn man das Bild jetzt vergleicht, das ist ja eigentlich ein Todesbild. Hm. Muss man einfach mal so sehen.
Früher waren hier viele Leute mit vielen Kindern und viele Rentner. Und ja, jetzt ziehen die ersten Leute aus der